Herzlich willkommen hier zu der Führung durch die Jubiläumsausstellung 50 Jahre Höhner. Mein Name ist Johanna Krämer, ich bin wissenschaftliche Referentin vom Kölnischen Stadtmuseum und durfte diese Ausstellung kuratieren. Ich stehe hier heute nicht allein, sondern habe tatkräftige Unterstützung. Peter Werner und Janus Fröhlich, Urhöhner, seit über 40 Jahren haben sie die Band begleitet. Genau. Herzlich willkommen. Ja. Und wir nehmen Sie jetzt mit in diese tolle Ausstellung. Die Wurzeln der Höhner liegen im Fastelovend im Kölner Karneval. 1972 betrat ein musikalisches Quartett unter dem Namen der Höhnerhof die Kajuja-Bühne. Und das nicht irgendwie, sondern ganz besonders kostümiert. Die Idee ist mir entstanden auf einem Bauernhof in Belgien, weil es hat noch nie Tiere gegeben im Kölner Karneval. Und als ich das den Kollegen vorgeschlagen habe, mal als Hühner aufzutreten, waren alle begeistert und gesagt, das ist so crazy und verrückt, das machen wir. Aber es war nicht so einfach, ein Kostüm herzustellen. Wir haben ein Nachthemd genommen oder ein langes Unterhemd, haben darauf mit Tesafilm die Federn aufgeklebt, übereinander und dann aufgenäht. Und daraus ist dann dieses Kostüm entstanden. Es war extrem warm in diesem Kostüm. Man musste das draußen dann lüften. Ging nur eine Session lang. Aber wenn wir die Höhnerfedern geschmissen hatten in den Sälen, haben die Putzkolonnen immer gesagt, diese scheiß Höhner, die gehen ja immer fliegen, die ganzen Federn. Also Rolf Lessenich wollte sich verändern, wollte eine Kneipe in Ibiza aufmachen. Und da haben wir einen Sänger gesucht. Und wir haben einen wunderbaren Sänger und tollen Ideengeber gefunden. Peter Horn kam zu uns.